So, gegen Khedira. Das war natürlich ein schönes Matt, ne? Khedira spielt immer so ein Zeug, ey, da komme ich echt nicht drauf klar. Muss ich sagen. F6 direkt. Ne? Immer so Marke Eigenbau total. Ach, ey, was ist das? Okay, nehmen wir mal da raus. Ich glaube, ich muss nehmen. Ich kann den Punkt nicht halten. Greif den G7 an. Und jetzt B3 oder sowas? Oder damit C1, ne? Dann muss ich den blöden B2 decken. Ja. Wohin mit dem Springer? Nach D2 oder C3? Eher nach D2, ne? Ja. Springer D7. Ja, der Läufer kommt gerade nicht so richtig raus. Springer D7, Springer D2. Ja, Springer B4 muss ich nicht zulassen. C3. Idee ist sowas hier. Ich gucke noch nach Beitrittsanfragen. Jetzt gar nicht mehr da. Dame D8 zurück. Aha. Turm E8. Turm E8, ja. Greift mein Turm an. Dame C2. Decke den Turm. Der Springer steht hier ein bisschen bescheuert. Was mache ich aber mit meinem Springer? Auf D2. Ist hier B4 ein Zug? Ich weiß es nicht. Ich glaube, nehmen ist sinnvoll. Was ist mit Läufer schlicht G6? Nehmen wir mal die D-Linie unter Kontrolle, E-Linie unter Kontrolle. Was ist hier mit hier reinschlagen einfach? Wahrscheinlich Käse, ne? Okay, wir müssen den Springer irgendwie umgruppieren. Ich weiß nicht, wohin, ehrlich gesagt. Es gibt hier wenig Felder, das ist auch alles hier. Okay, das sieht logisch aus. Symmetrische Bauernstruktur, aber seine Figuren stehen etwas ungünstiger als meine. H5 ist eine starke Drohung, ne? Ich sollte vielleicht vorher den machen. Okay, was macht er auf H5? F5 oder was? Er kann nicht vorbeiziehen, weil der Bauer da hängt. Ja, aber das ist natürlich gut für mich. Das muss gut sein. Komm, denk nicht so lange nach. Schwarzfälligen Läufer tauschen ist super logisch. Mal den. Elbding, danke. Ich muss natürlich den Springer hier loswerden. Springer E5, F3 muss der Plan sein. Die Stellung ist strategisch natürlich besser für mich. F3 muss hier der Plan sein, den Springer loszuwerden. Okay, weg mit dem. Hm.
Schwierige Stellung irgendwie. Strategisch stehe ich gut, aber mein König ist ein bisschen offen. Ja, das wollte ich mit G4 beantworten. Ich kann natürlich Dame H4 spielen, aber okay, das droht jetzt nicht so wahnsinnig viel, oder? Nur. F3 ist gedeckt. Na gut, er kann Dame E5 machen, ne? Was mit Dame H4? Scheiße. Okay, Dame H1, ne? Oh, ich bin matt, ey. Das gibt's doch nicht. Oh, wie schlecht, ey. Na, ich bin noch kein Matt. Nur wenn ich nehme. Okay, das war ein Fehler. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Wo geht er denn hin? Auf die Grundreihe ist Turm E8 matt. Er muss Dame F6, wieso zieht er nicht Dame F6 zurück? Glück gehabt. Ganz schön Glück gehabt. Einfach mal Läufer G6 zum Schluss. Ah, Mann, 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 Mann. Aber hier mit Schwarz. Besser mit Schwarz gegen Kedira. Warte, ich muss noch jemanden annehmen. Da hat sich wieder jemand... Will jemand ins Team? Der wird abgelehnt. So, was spielt Kedira eigentlich für einen Schach mit Weiß? Turm E1 hier. Wieso nicht? Was machen wir da drauf? E4 verhindern. Das kann eigentlich nicht gut sein, was er macht. Wegen des Feldes hier. Okay, die Partie wird auf jeden Fall anders verlaufen. Wir lässt das Schlagen auf E5 zu. Naja, will F4 fortsetzen. Interessant. Ja, warum nicht? Warum nicht? C7. Ich spiele ein bisschen langsam. Er hat sich schon hier gut geschwächt. Komm, F6. Jetzt E5, das muss doch gut sein für mich. Ich bin besser postiert für diese Stellung. Sein König ist recht offen hier. Mein Turm steht auf der F-Linie, seiner auf der E-Linie. Der Springer auf A3 steht schlecht. Gut, er kann jederzeit C3 spielen, dann muss mein Springer auch zurück. Ja. Darüber denke ich nach, der muss zurück. F4 hängt aber. Und jetzt hat er weniger Kontrolle mit dem Läufer hier.
Da haben wir die 2. Ja, lassen wir die Spannung so, wie sie ist. Was mache ich mit dem Springer hier? Springer steht hier schlecht, ey. Jetzt können wir aber nehmen. Und vielleicht verdoppeln. Aber der Springer muss unbedingt ins Spiel zurück. Ich weiß noch nicht wie. Ja, er musste so nehmen. Das ist total ausgeglichen irgendwie. Schon wieder symmetrisch, ne? Genau wie in der ersten Partie. Er kann auch G5 spielen, wenn er will. Fällt mir gerade auf. Ich krieg nur das Feld F5 für den Läufer dann. Immerhin. Die Idee ist jetzt, den Springer hier umzugruppieren, irgendwie. Was ist mit C5? Ist das eine Idee? Ne. Schwächt nur meine Struktur. Dame F2 will F5 spielen. Deswegen gehe ich zurück. Und wenn er den macht? Weiß ich nicht. Komm, ich gehe zurück. Ich will vielleicht Dame B6 spielen, habe ich gerade entschieden. Um den anzugreifen, der ist schwach. Auf den hier muss ich den machen. Und den. Kommt da rein. Okay, der war ein bisschen zurückhaltend, der Zug. Ich greife den B3 an. Genau, er muss den decken. Und jetzt will ich den Springer umgruppieren. Er kann Springer C5 spielen. F5 muss ich G5 spielen, ne? Ungerne, aber ich will ihm die Felder nicht geben. Was mache ich mit diesem? Dieser Springer ist sowas von belämmert da. Er geht zurück. Ich decke den G5, nicht, dass er da reinhackt. Komm, wir müssen was machen. Ich habe mehr Zeit. Okay, jetzt sieht's gut aus. Er kann nicht nehmen. Decken wir. Ruhig bleiben. Ich bin immer so. Oh. Was ist das für ein Scheiß, ey? Na komm. Was soll's? Dann verlieren wir halt.
Habe ich Zeit verloren? Ja. Bin zu schlecht. Total schlecht.